MDR Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit dem SC Magdeburg nach den Heimspielen auch die gute alte Tradition der Fan-Talk. Und erstmal ist Yves schon der schnellst hier anwesende Spieler aller Zeiten. Ein Riesenapplaus für Yves Gravenhorst. Yves, ich würde dir spontan den Namen Raketen-Yves verleihen. Danke. Bitte. Und das trotz Verletzung. Fangen wir erstmal an, um ein bisschen die Gemüter auch zu beruhigen. Was ist in deinem Körper so los? Ja, ich habe Adduktoren, Muskelfaserriss und bin auf einem guten Weg der Besserung. Ich hoffe, dass die Einblutung so schnell wie möglich rausgeht und ich nächste Woche dann schon wieder das Trainingspensum steigern kann und das gut verträglich ist, und dann bin ich wieder am Start. Ich hatte auch schon mal eine Adduktorenverletzung bei meinem ambitionierten Freizeitsport. Da wurde mir gesagt, das wäre eine alte Männerverletzung. Was sagst denn du dazu? Kann ich vielleicht bestätigen, weiß ich noch nicht. Dieses Spiel heute, deine kurze Zusammenfassung, wie fühlst du dich jetzt gerade? Du hast gesagt, es gab eine ganz kurze Ansprache, dann konntest du auch schon hochgehen. Was ist da so passiert? Ja, gut fühlen tun wir uns jetzt alle nicht, auch in der Kabine nicht, weil wir einen starken Kampf geliefert haben. Die Leipziger natürlich auch, aber wenn man halt so viel reinwirft an Kampf, Leidenschaft und Emotionen, dann ist es natürlich immer irgendwie ein bisschen schade, dass halt nicht zwei Punkte rausspringen. Man muss unserer Mannschaft auf jeden Fall ein Kompliment machen für diese Einstellung heute und den Leipzigern genauso. Also ich denke, dass es am Ende eine verdiente Punkteteilung ist. Wenn ich mit meinem Handball-Populisten, Sachverständigen, gefährlichen Halbwissen um die Ecke komme und sagen würde, über 60 Minuten gerechnet, habe ich mir das Spiel jetzt angeguckt. Wenn ich jetzt als Erster gefragt werden würde, würde ich sagen, die Effizienz im Angriff ist es gewesen. Wir haben 2-3 Bälle zu viel weggeworfen, die sehr, sehr klar waren. Würdest du das bestätigen oder würdest du mir sagen, geh nach Hause, Freizeittrainer? Nee, es geht ja natürlich immer um die Effektivität. Wenn unsere Effektivität größer ist, dann ist es klar, dass wir das Spiel gewinnen. Aber für mich gab es halt so 2-3 Spielszenen, die dann halt denke ich, wichtig waren, zum Beispiel die kurze Spielszene vor der Halbzeit, als es 11-9 steht. Und wo wir mit 3 weg sein können. Wir den Ball verlieren und anstatt 12-9 halt mit 11-10 in die Halbzeit gehen, das ist entscheidend, weil wir auch die zweite Halbzeit mit Ballbesitz anfangen. Dann kann es 13-9 stehen und dann wäre da halt schon die Möglichkeit für ein bisschen größeren Vorsprung gewesen. Und dann die Szene zum Schluss. Stellen wir uns halt auch nicht gerade clever an. Wir stehen zusammen, wir kämpfen zusammen, wir verteidigen uns, wenn irgendein Spieler was passiert. Aber wir müssen trotzdem unsere Emotionen kontrollieren, dass wir halt da keine rote Karte riskieren. Und 7 Meter, mit der neuen Regelung ist das leider so. Dafür wurden wir halt jetzt bestraft. Aber das soll jetzt nicht uns schmälern, uns weiter zu beschützen und füreinander einzustehen. Ich denke, das wird uns für die Zukunft von der Cleverness her was bringen und somit vielleicht in Zukunft auch der ein oder andere Punkt für uns mehr gewonnen wird mit dieser Erfahrung, die wir heute gemacht haben. Es ist kein Geheimnis, du bist einer meiner Lieblingsspieler, wir kennen uns schon so lange und wir frotzeln deshalb auch immer so ein bisschen rum, das war heute während des Spiels auch so. Ich habe mich tierisch über zwei Herrschaften, die nicht in den Mannschaftstrikots rumgelaufen sind, aufgeregt. Hast du gesagt, Stefan, wenn man entspannt mit diesen Herren umgeht, dann geht es am Ende gut für einen aus. Siehst du das immer noch so? Ja, also ich glaube, dass wir auf uns schauen müssen, wie du es schon richtig gesagt hattest. Wir hatten auch ein paar freie Möglichkeiten, die wir halt nicht genutzt haben. Und da bringt es nichts, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern man muss immer mit sich selbst anfangen. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir das machen, uns zu verbessern. Und alles andere können wir eh nicht beeinflussen. Die neuen Spieler, so Mats, wie ist denn der? Der ist ja jetzt der mit der wenigsten Aufenthaltszeit in Magdeburg in die Mannschaft irgendwie eingeführt wurde. Wie hat das überhaupt funktioniert? War überhaupt schon Zeit für so Mannschaftsrituale, was vorsingen oder einen ausgeben oder sonst irgendwie was? Nee, leider noch nicht. Also wir hatten jetzt wirklich nicht viel Zeit miteinander, die wir jetzt verbringen konnten. Mess, wie er ausgesprochen wird in Dänisch. Mess? Ja. Mess. Also merken Sie sich das? Mats, wie wir Magdeburger sagen, wir sind ja alle in der gleichen Stadt groß geworden, wir sagen Mats, aber er heißt Mess. Mess. Ja, ist ein sehr ruhiger Vertreter, aber menschlich total super drauf, also passt perfekt in die Mannschaft. Super lieb, Familienvater, kann man eigentlich nicht viel sagen, Vollprofi, gibt immer Vollgas. Aber hier müssen wir auch ein bisschen Zeit geben, um sich bei uns zu integrieren. Das hat letztes Jahr bei Seele auch ein paar Wochen gedauert und
die kriegt er von uns, denke ich, und vom Trainer. Und er kriegt das volle Selbstvertrauen, wenn er spielt. Er ist ein super Spieler und wird uns sicherlich noch helfen. Gibt es einen anderen, sagen wir mal, motivierenden Brandherd in der Mannschaft? Weil ich fand den Daniel ganz schön cool. Wird eingewechselt nach ein paar Fehlversuchen von einer Tormaschine irgendwie und eiskalt hat das Ding reingemacht. Glaubst du, dass das unserem Spiel auf Außen was bringen wird, diese Zweitbesetzung dort, wenn man es überhaupt so nennen darf? Ja, also man muss ja jetzt mal eingestehen, dass Robert jetzt die 6-7 Jahre, die er jetzt, glaube ich, hier ist, nicht ein Pflichtspiel verpasst hat, immer fit war, immer wirklich auch hervorragende Spiele gemacht hat und das ist eigentlich ein Wunder. Also ich glaube, das gibt es nicht nochmal in der Bundesliga, dass ein Spieler halt jedes Spiel konstant 60 Minuten eigentlich gespielt hat und auch gute Leistungen immer gebracht hat. Deshalb ist es ja auch schön, dass jetzt mit Daniel auch eine Absicherung ist, weil er wird auch nicht jünger und es für den Fall der Fälle, dass halt was passiert, jetzt wir auch eine richtig gute Ergänzung für Robert halt haben. Daniel hat eine super Vorbereitung auch gespielt, gibt auch Vollgas, ist auch ein kleiner, gewitzter Außenspieler, der alle Wurfvarianten drauf hat und auch ein super Teamspieler ist, der immer alles gibt, auch wenn er mal nicht spielt und die Mannschaft pusht. Also das passt auf jeden Fall. Wir könnten noch über so viel anderes sprechen, zum Beispiel den Privatkrieg von Bezo mit den zwei Herren, die keine Mannschaftstrikots anhatten, aber das brauchen wir nicht, weil ich glaube, dass die Pressekonferenz jetzt auch langsam losgehen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass da zwei Herren sitzen und auch noch ein paar Verantwortliche, die das eine oder andere zu sagen haben. Das muss raus. Vielen Dank für den Fan-Talk, Yves Gravenhorst. Fotos haben wir schon teilweise gemacht, Autogramme gibt's noch. Kaufen Sie sich Karten für den SC Magdeburg, denn die Heimspiele sind auf jeden Fall auch ein bisschen Workout. Wir sind alle 15 Kilo leichter nach diesen Spielen. Können Sie ruhig weiter sagen. Vielen Dank.